Ja, hier am Werder Stromtalk ging es hin und her wie in der Roulette-Kugel. Erst stand hier das Bild von Sebastian Langkamp, dann stand hier das Bild von Max Kruse und jetzt ist einer da, über den ich am meisten freue, weil wir uns lange nicht gesprochen haben, jedenfalls geraume Zeit. Ich weiß, hing damit zusammen, dass er schwer verletzt war, sich jetzt wieder herangekämpft hat an die Mannschaft und ein Publikumsliebling hier in Bremen ist. Deshalb ein herzliches Willkommen, großen Applaus für Finn Bartels. Danke. Du bist ja Gott sei Dank kein Herzinfarkt-Patient, nehme ich an, aber das war heute ein Herzinfarkt-Spiel, oder? Ja, war auf jeden Fall ein spektakuläres Spiel. Ich glaube, wir hätten auf jeden Fall den Sieg verdient gehabt. Ja. Nach der Leistung heute müssen wir uns eher ärgern, glaube ich, dass wir hier nur einen Punkt geholt haben. Das werden wir gleich nochmal ein bisschen auseinanderklamüsern, woran es denn gelegen hat. Zunächst aber mal das Wichtigste, wie geht es dir und wie weit bist du schon wieder an der Mannschaft dran? So, und wenn Sie dann freundlicherweise den Blick frei machen würden, weil auch andere noch was sehen möchten. Ja. Ja, das ist schön. Falsche Stadt, ne? Ganz falsche Stadt. Ganz falsche Stadt. Ich hoffe sehr, Sie sind St. Pauli-Fan. So, jetzt machen wir mal hier weiter. Also, wie geht's dir? Ja, es ist ein Auf und Ab. Es läuft leider noch nicht ganz rund. Ja, ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder ein bisschen näher rankomme an die Mannschaft, wieder Teile mitmachen kann. Und dann, hoffentlich bald endlich mal wieder mein Comeback geben kann. Finn, harte Zeit für dich, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Das tut nicht nur körperlich weh, deine Verletzung, sondern das tut auch ein bisschen was mit der Birne. Wie schwer ist es im Moment? Ja, es ist halt schwer, diese Rückschläge immer wieder. Ich war vor 4 Monaten schon mal recht weit. Dann hat mich das Knie zurückgeworfen, der Rücken und immer wieder kam eine neue Baustelle, die halt durch die Belastungen reagiert haben und das macht es ein bisschen schwerer. Ich wusste vorher, es wäre eine lange Zeit, aber wenn man immer wieder nah dran ist und dann wieder ein Rückschlag kommt, dann geht es irgendwann auf die Nerven und aber ich bin guter Dinge, dass es jetzt klappt. Ich bin guter Dinge, weil ich weiß, deine Familie hinter dich und viele, viele Werder-Fans auch hier, die sicher nochmal dir das jetzt durch ihren Applaus mit auf den Weg geben. Wir glauben an dich. Kein Wunder bei der Rückenrümmer, die hatte hier eine große Geschichte. So, jetzt reden wir mal über dieses Fußballspiel. Der Frankfurter Trainer Adi Hütter hat gesagt, das war ein guter Punkt für seine Mannschaft. Das kann man wohl sagen. Umgekehrt muss man daraus schließen, es war ein schlechter Punkt für unsere Mannschaft. Denn eigentlich hätte es zur Halbzeit schon gerne 3-1 stehen können oder 4-2 oder sonst irgendwas. Das war so ein bisschen wie Flipperspielen, ne? So, also wenn man mal so einen Vergleich zieht. Es ging hin und her, Chancen hier, Chancen da. Woran hat es dann am Ende gelegen? Ja, ich denke, die Frankfurter stehen nicht umsonst da, wo sie sind. Ja. Die sind halt denn eiskalt, die Dinger, die sie haben, haben sie heute genutzt. Und wir halt nicht ganz so konsequent, mit ein bisschen Pech, mit dem Pfostenschuss, ein, zwei Aktionen. Aber ich glaube, wir haben, glaube ich, wieder ein sehr, sehr gutes Spiel aufs Feld gebracht. Wie auch vor der Winterpause, wo wir uns nicht ganz so belohnt haben. Aber ich glaube, wenn wir weiter so spielen, dann werden wir auch immer weiter punkten. Und dann können wir unsere Ziele definitiv erreichen. Wir wollen mal eben über diese beiden Einzelleistungen sprechen, die zu unseren Toren geführt haben. Bevor wir auch nochmal zu der Einzelleistung von Ante Rebic kommen. Das war auch schon sehr, sehr sehenswert. Also da muss man dann auch mal fair sein. Aber zunächst einmal der Treffer von Maximilian Eggestein. Der Bundestrainer war ja mal wieder nicht hier. Guckt sich wahrscheinlich ein spannendes Spiel an, morgen in München gegen Stuttgart. Aber ich meine, wenn er das gesehen hat, wie Maxi den Ball annimmt, in 3 Gegenspieler reingeht, mit der Hacke durchzieht und dann auch noch an dem Nationaltorhüter Kevin Trapp vorbei das Ding macht, das kann man nur schon mit der Zunge schnalzen, ne? Also war, glaube ich, ein Weltklasse-Tor, ja. Das sieht man nicht alle Tage, aber Maxi ist ja auch einfach in sensationeller Verfassung. Was der im Moment für uns abreißt, ist wirklich Wahnsinn und ich glaube, es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis auch Yogi dann mal sich wieder in den Norden verehrt. Ja, der ist nicht so gerne hier, habe ich den Eindruck, aber sei es drum. Eggestein macht dieses wunderschöne Tor zum 1-0 und Martin Hanek macht dann eins, was fast genauso schön, wenn nicht sogar besser war. Dieser wunderbare Pass in die Tiefe von deinem Kumpel, von Max Kruse. Und dann nimmt Martin den Ball an und spielt 2 aus. Und dann auch noch Kevin Trapp, dein Kommentar dazu. Abgezockt, würde ich sagen. Ja. Also hättest du auch gemacht so, oder? Ja, natürlich. Ja. Nein, macht er gut. Macht abgezockt, er gut, ja. Einmal aus der Not vorbeigelegt und dann musst du halt immer diesen Instinkt haben. In dem Moment macht er alles richtig und
Deswegen, ich glaube, Hanno wird auch noch ein paar Buden mehr machen. Ja, da bin ich auch sicher. Schönes Gegentor dann von Rebic, muss man sagen. Das ist schon wirklich ein Mann, der ein WM-Finale gespielt hat. Das hat man dann auch im Laufe des Spieles gesehen, wo er dann von Veljkovic aber gut zugedeckt worden ist. Zweite Halbzeit war er nicht mehr so gefährlich. Nochmal ein Satz zu dem Tor, zu dem Elfmeter-Tor. Hättest du da Strafstoß gegeben? Ich habe es jetzt nicht nochmal gesehen, leider. Wie war dein Eindruck im Spiel? So auf keinen Fall, aber ich habe hier und da gehört, man kann es geben. Kann ihn geben. Okay. Von daher unglücklich, ich muss es mir auch nochmal ansehen. Aber ja, das waren halt so ein, zwei Kleinigkeiten, die dann leider gegen uns so ein bisschen gelaufen sind. Und so stehen wir dann nicht mit 3 Punkten da. Gegen eine gute Frankfurter Mannschaft, die wir heute deutlich beherrscht haben. Ja, okay. Insofern muss man da ein positives Fazit ziehen. Wir haben nicht verloren. Wir haben Eintracht Frankfurt wirklich große Mühe bereitet. Und jetzt kommen vermeintlich etwas leichtere Gegner. Wir müssen nach Nürnberg, im Moment Tabellenletzter. Und dann kommt der FC Augsburg, der auch nicht viel besser dasteht. Aber ich habe das vorhin schon Martin auf dem Spielfeld gefragt. Heute in der Bundesliga kannst du eigentlich keinen Gegner mehr sozusagen auf die berühmte leichte Schulter nehmen. Also die muss man auch erstmal bespielen und bekämpfen. Wie ordnest du beide Mannschaften ein, Nürnberg und Augsburg im Moment? Ja, definitiv werden das trotzdem schwere Aufgaben. Beide so ein bisschen wie ein angeschossenes Reh im Moment. Die sind ja manchmal auch sehr, sehr gefährlich. Haben wir in den letzten Jahren auch immer mal bewiesen, dass wir aus Notsituationen besonders gut hervorgekommen sind. Und das war halt auch ein Punkt, den wir jetzt besonders deutlich auch angesprochen haben. In der Hinrunde haben wir genau gegen solche Mannschaften dann doch nicht die Punkte eingefahren, die es hätten sein sollen und sein können. Und von daher sind wir hundertprozentig gewarnt und ich bin davon überzeugt, dass wir von der ersten Minute voll da sein werden. Und wenn wir voll da sind, dann werden wir die Spiele auch gewinnen. Spielt Werder Bremen gegen vermeintlich bessere Mannschaften auch besseren Fußball? Ich glaube, das liegt immer in der Natur der Sache. Wenn andere Mannschaften auch Fußball spielen, bieten sich automatisch mehr Räume und du hast dadurch auch mehr Räume, in die du stoßen kannst, in die du spielen kannst. Mannschaften wie dann eventuell jetzt Nürnberg oder Augsburg werden dann ein bisschen tiefer stehen, da wird es dann auch schwieriger. Da musst du Geduld haben und trotzdem immer zielstrebig sein und das ist dann die Kunst, geduldig bleiben und trotzdem nicht langsam spielen und darauf wird es dann kommen. Auswärtsspiel in Nürnberg und dann Heimspiel gegen Augsburg und dann die leichte Aufgabe bei Borussia Dortmund. Ich sehe gerade, da ist schon ein Spion aus dem Westfalenstadion hier bei uns. Dann die leichte Pokalaufgabe bei Borussia Dortmund. Das ist dann schon auch mal eine schöne Herausforderung. Ausverkauftes Westfalenstadion, 80.000 und dann geht es immerhin ums Viertelfinale DFB-Pokal. Da kann man auch mal gewinnen, oder? Haben wir ja auch schon mal fertiggebracht, ein oder anderes Mal. Ja, ich glaube, es gibt nicht viel Schöneres als so ein Pokalspiel in Dortmund. Also ich glaube, da fahren wir nicht chancenlos hin. Gerade in unserer Verfassung im Moment können wir da durchaus die kleine Überraschung, die es ja dann wäre, schaffen. Also ich bin da sehr, sehr, sehr optimistisch. Schafft Werder Bremen möglicherweise schon in dieser Saison das, wovon viele träumen, nämlich endlich mal wieder in Berlin im Finale zu stehen? Wie stehen die Chancen? Was meinst du? Ja, 50-50. Ne? Das ist ja immerhin schon was. Das ist ja besser, als wenn man sagt 10-90 oder sowas. Ja, die anderen wollen ja auch gewinnen. Ja, so ist das. Okay. Was ist eigentlich im Moment deine Lieblingsposition? Oder was wäre deine Lieblingsposition im System Kohfeldt? Wo siehst du dich, wenn du denn wieder hoffentlich bald fit bist? Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja. Im Moment würde ich mich auch ins Tor stellen. Aber, okay. Grundsätzlich sind wir sehr flexibel unter Flo. Da hat jeder mal eine andere Position, die er dann bekleiden muss, auch im Spiel, wird immer mal umgestellt, um zu reagieren. Und das ist, glaube ich, auch immer noch eine kleine Stärke von mir, dass ich sehr flexibel einsetzbar bin. Also ich nicht festgelegt bin auf eine gewisse Position und deswegen, ich will einfach nur kicken. Genau, er will endlich wieder spielen, genau, oder er will nur spielen. Wie eng ist denn der Austausch mit dem Trainer? Also sprecht er jeden Tag oder einmal die Woche oder guckt er sich so das an, was du so im Moment leisten kannst, also in eingeschränkter Form natürlich noch? Ja, er steht jetzt nicht neben dem Kraftgerät neben mir. Nein, klar. Und guckt, wie ich die Übung mache. Ja. Nein, dadurch, dass ich hier einen Riesenteil in Bremen gemacht habe, der Reha, bin ich eigentlich jeden Tag am Stadion, habe jeden Tag Kontakt zum Trainer, zur Mannschaft, also ich bin immer eng dran und von daher gibt es da keine Probleme, wir sind immer im Austausch. Okay, letzte Frage an Finn Bartels. Der Traum von Europa, den wir ja alle träumen, Donnerstagsabend, Flutlicht wäre ja schon mal wieder ganz schön, träumen wir den noch lange oder ist mit dieser Mannschaft realistisch, dann irgendwie Sechster oder vielleicht reicht ja sogar der 7. Platz zu werden?
Du glaubst dran, oder? Ich glaube auf jeden Fall dran, sehr schön. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Dann kriegt ihr einen großen Applaus. Beste Genesung weiterhin, lieber Finn.